Angst haben, das kommt für Norik Blödorn nicht in Frage. Im Gegenteil, je schneller die Maschinen, je enger die Kurven, desto besser. Das größte deutsche Speedway-Talent will ganz oben angreifen bei der kommenden Europameisterschaft. Das ist das Ziel. Ja, es macht mir einfach Spaß, auf der Bahn zu sein. Es ist einfach, ja, man kann es kaum beschreiben, aber es ist so ein Stück Freiheit, so ein Glücksgefühl, was man selber in einem hat. Schon mit 3 Jahren hatte Norik sein erstes Motocross-Bike. Vor jeder Fahrt muss das ganze Motorrad von seinem Vater genau überprüft werden. Denn wenn die Maschine ausfällt, drohen schlimme Verletzungen. Das Wetter in Brokstedt ist heute optimal zum Speedway-Fahren. Riskante Drifts, harter Boden, Fahren am Limit. Ob das auch mal gefährlich werden kann? Natürlich gibt es immer mal so Momente oder auch mal so Momente, wo man sagt, oh, jetzt möchte ich eigentlich gar nicht fahren bei den Verhältnissen. Aber ich denke mal, das gehört dazu und damit wächst man. Gut, ist ja natürlich auch Weltmeister in der Kleinklasse geworden, was wir da im Innenfeld fahren sehen. Und hat einfach das Talent dazu. Das ist einfach so ein, ja, wie sagt man so schön, Jahrhunderttalent, ne? Der spektakuläre Fahrstil des 17-Jährigen sorgt selbst im Training für Staunen bei den anderen Vereinsmitgliedern. Dass Speedway aber kein reiner Männersport ist, beweist Hanna-Marie Jasper eindrucksvoll. Im Grundprinzip ist es einfach der Adrenalinkick, den man bekommt. Und ich fühle mich auch verbunden damit, irgendwie mit der Familie dann, weil meine Eltern, beziehungsweise mein Vater das gemacht hat, mein Opa hat es gemacht. Corona-bedingt ist die Bundesliga-Saison dieses Jahr ausgefallen. Deshalb fährt Norik zurzeit in der polnischen Liga. Viel Fahrerei und Aufwand für seinen großen Traum von der Profikarriere. Ziele setzt man sich ja ständig. Klein angefangen, da sagt man, oh, ich möchte irgendwann mal einen Pokal mit nach Hause nehmen. Dann war ich in den Juniorklassen nachher auch Welt- und Europameister. Genau, und jetzt sind natürlich die Ziele neu definiert. Jetzt möchte ich mich ganz gerne in den nächsten Jahren für die U21-WM qualifizieren und auch gut behaupten. Doch beim MSC Brokstedt sind nicht nur Vollprofis gerne gesehen. Nachwuchs in jedem Alter wird dringend gesucht. Training ist bis zu 4-mal im Monat und hier braucht niemand Vorerfahrung. Motorräder sind vorhanden und dann können die natürlich gerne probieren. Und wenn es dann Spaß macht, das merken die Kinder selber. Also sie dürfen natürlich keine Angst haben vor ein bisschen Schmutz, ein bisschen Lärm, gehört natürlich dazu. Aber ansonsten keine besonderen Voraussetzungen. Einfach Spaß. Am Wochenende findet die U23-Europameisterschaft im Speedway in Brokstedt statt. Für den Flintbäcker Norik sind die Meisterschaften ein wichtiger Termin, um sich einen noch größeren Namen in der Szene zu machen und den nächsten Schritt Richtung Profikarriere zu gehen.